Servus miteinander. So, sind wir wieder in der Garage in der Werkstatt hier unten, bei der Gerti, einer guten Afrika-Typ. Da unser Vorstellungsvideo von den zwei Mopeds richtig gut angekommen ist und mir oft gefragt worden hat, wegen den ganzen Details, da wird jetzt einfach mal ein paar Details auch durchgehen, ich denke. Tja, was haben wir nur am Fahrwerk gemacht? Das Fahrwerk wird bei unserer Reise sehr hoch belastet. Wir haben viel Gepäck dabei. Wir sind viel auf unwegsamen Strecken, also auf Schotter, auf Feldstraßen und so weiter unterwegs. Keine Ahnung, was wir noch erleben, wenn wir noch in die Mongolei kommen oder wenn wir durch Kasachstan fahren. Ich weiß nicht, wie die Straßen da sind, aber ich denke mal, die europäischen Straßen oder die deutschen Straßenverhältnisse werden wir dann nicht treffen. Also haben wir mir gesagt, gut, wir brauchen mal ein gescheites Fahrwerk. Wir haben mit Wilbers telefoniert, lange mit Wilbers telefoniert und sie haben uns quasi ein Fahrwerk gebaut und eingestellt für unsere ganzen, für die ganze Reise. Das ist da mal das Wilbers Fahrwerk. Wilbers Federbein hat jetzt die ganze Rumänien-Tour mitgemacht und ebenso haben wir noch die Gabel revidiert mit Wilbers progressiven Gabelfedern und Gabelöl von Wilbers. Und sowieso habe ich noch Simmerringe und eigentlich einen großen Gabelservice bei beiden Gabeln gemacht. Hier sieht man auch schon unser Ölthermometer im Einfüllstutzen. Ja, mal ein prüfender Blick am Fuß vorbei und man sieht, wo das Öl steht, also wie warm das Öl ist. Jetzt fragen sich bestimmt manche, der Öleinfülldeckel hat doch den Messstab dran von der originalen Afrika-Trennung. Ganz genau, den haben wir hier. Das ist quasi der Messstab, wie hoch der Ölstand steht. Diesen Abstand habe ich dann quasi auf diese Fühler übertragen, sodass ich, wenn ich den rausdrehe, dass ich den gleichen Abstand da dran genauso habe. Also kann ich ihn auch rausdrehen, dann meinen Ölstand überprüfen, wieder reindrehen und fertig. Des Weiteren ist noch die Frage gekommen, welches Navigationsgerät nehmen wir mit. Nehmen wir hier Montana 680 von Garmin. Ist kein direktes Motorrad-Navigationssystem nicht, es ist mehr ein Offroad-GPS-Gerät. Kann aber alle gängigen OSM-Karten. Eigentlich für uns optimal auch zum Wandern, wenn wir mal irgendwo hinwandern wollen. Der Akku hält seine 5 bis 6 Stunden. Wenn der Akku ausgehen würde, kann man den Akku auch rausnehmen und mit AA-Batterien weiter betreiben. Anstatt von meinem Tripmaster habe ich quasi hier einen Reisecomputer mit allen wichtigen Sachen, Tageskilometerzähler und so weiter. Zurück, ganz einfach. Karte. Genau, hier sind wir zu Hause. Weiter geht's im Cockpit. Sind wir letztes Mal nicht ganz darauf eingegangen, aber möchte mir jetzt noch genau erklären. Hier oben, ja, oben links, hier, da haben wir unseren Luftdruckanzeiger. Der zeigt mir an, wie viel Bar habe ich im vorderen Reifen, wie viel Bar habe ich im Hinterreifen und wie heiß ist meine Luft im Reifen. So, das nächste in unserem Cockpit ist quasi die Wassertemperaturanzeige. Die Afrika-Twin hat zwar hier eine Wassertemperaturanzeige, diese ist aber so ungenau, also quasi für mich als Bastler und ich möchte jetzt genau wissen, wie heiß ist mein Motor, haben wir quasi eine digitale eingebaut. Die digitale zeigt an, jetzt haben wir 9 Grad Wassertemperatur. Ich sage mal, bis es aus dem kalten Bereich rauskommt, hat sie maximal 45 Grad. Dann geht es ein Stück höher, dann hat sie 80 Grad. Und erst hier oben, kurz, also bei 3/4 bis 85% des normalen Bereichs, hat sie zwischen 80 und 100 Grad. Und erst bei 100 Grad schaltet der Lüfter dazu. Das war mir alles zu ungenau. Jetzt wollte ich das einfach richtig wissen und habe den dazu gebaut. Der sitzt unter dem Tank, abgehend vom hinteren Zylinder, weil der hintere Zylinder meistens heißer ist, weil der abgewandt vom Fahrtwind sitzt und eben unter der Sitzbank eingebaut ist. Des Weiteren haben wir noch einen 3-in-1 Anzeiger. Jetzt haben wir einen Ladestrom, beziehungsweise die Batterie hat jetzt 12,1 Volt. Beim Fahren im Ladezustand
hat sie immer zwischen 14,4 und 14,5 Volt. Manchmal auch 14,3. Das ist aber nicht tragisch. Jetzt kann ich umschalten. Unsere Lufttemperatur hat jetzt 7,5 Grad. Der Fühler sitzt unter der Frontmaske. Wenn man jetzt das Motorrad in der Sonne stehen lässt, die Frontmaske erhitzt sich, dann wird der Fühler natürlich auch heißer. Ist klar, es ist dann wie in einer Sauna. Jetzt haben wir quasi 12.35 Uhr, die aktuelle Uhrzeit. Haben wir vorhin gerade Mittag gemacht. Ja, hat man auch immer im Blick. Gut, ich muss genau einstellen, weil da haben wir 13.36 Uhr, hier haben wir 12.36 Uhr. Am Wochenende war alles die Zeitumstellung. Jetzt geht es zum letzten Detail, das wo ihr gefragt habt. Nämlich unsere Bordsteckdose im Koffer. Das ist quasi hier. Diese ist natürlich auch wasserdicht verschlossen. Geht hier runter und hinter dem da wieder raus. Sollte mal ein Unfall passieren, haben wir gesagt, wir machen mal das steckbar und stecken wir es nur an, wenn wir es auch brauchen. Sollte ein Unfall passieren, der Koffer geht runter, dann reißt uns auch das Kabel raus. Wieder Lötarbeiten auf der Reise, haben wir gesagt, das ist wieder blöd, braucht wieder Zeit und so weiter. Man sagt, na, das macht man steckbar. Also stecken wir es an, wenn wir es brauchen. Wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine lange Autobahnetappe oder wir müssen die Laptops laden und so weiter, dann fahren wir halt vorsichtiger, fahren wir keine Offroad-Strecken. Passen wir besser auf, aber wir passen mehr immer auf und schauen wir, dass uns nicht schmeißt oder keinen Unfall haben. Soll es dazu dennoch kommen, man kann nicht alles abwägen. Genau. Mich hat es sehr gefreut, dass ich so viele Fragen gehabt habe über Motorräder. Also wir waren wirklich erstaunt, wie viele Leute sich auch das so lange angeschaut haben. Vielen Dank für das. Und bis zum nächsten Mal gibt es dann das Detailvideo von der Babsi. Danke, ciao, servus.